Ich lebe gerne, jeden Tag. Freust dich auf den Tag? Ja, ich freue mich, wenn ich aufwache. Sag, ui, hast die Nacht überlebt. Ich sag, guten Morgen, Jutta. Hast du Angst vor dem Tod? Sage mal, ich wäre ziemlich zornig, wenn er mich jetzt ereilen würde. Damit wäre ich nicht einverstanden. Aber das Ulkige ist, dass ich also mir schon manchmal gedacht habe, naja, also wenn mich jetzt der Schlag treffen würde, das wäre auch in Ordnung. Ich habe richtig gut gelebt. Es wäre nur so schade, ich möchte eigentlich noch so viel miterleben. Und viel machen. Ja. Und wie siehst du jetzt deine Zukunft? Was meinst du, wie das jetzt weitergeht? Willst du das so, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist? Also ich habe Wünsche. Ja? Ich habe zum Beispiel den Wunsch, dass auf mich noch ganz tolle Rollen zukommen. Auch filmisch. Nicht nur im Theater. Das ist mein einer Wunsch. Mein zweiter Wunsch ist, ich möchte wahnsinnig gerne wissen, dass meine beiden Töchter in einer guten Partnerschaft leben und aufgehoben sind und dass es funktioniert. Mein anderer Wunsch ist, ich würde wahnsinnig gerne meinen Enkelsohn so lange begleiten, bis er erwachsen ist und ein richtiger Mann ist, der vor mir steht. Und ich wünsche mir für Horizont, dass ich dieses dritte Haus noch richtig in Schwung bringe und ob ich dann mich irgendwie, sagen wir mal, auf diese Ebene zurückziehe, dass ich sage, ich gehe dahin, wo man gerne mit mir reden will, aber das Administrative und das alles, das macht jetzt einfach, ohne dass ich irgendwas dazu zu sagen habe, das passiert von alleine. Das wünsche ich mir, sagen wir mal, so rund um meinen 70. herum. Ja. Aha. Da, aber trotzdem willst du weitermachen, also nach dem 70. willst du auch noch weitermachen, oder? Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass ich nach dem 70. einfach sage, ich möchte meine Prioritäten wieder woanders hinsetzen. Aber was tun auf jeden Fall? Also sagen wir mal so, gar nichts mehr ist für dich nicht so vorstellbar, oder schon? Ja, aber vielleicht drehe ich dann wieder ganz toll. Drehst? Ja, meine ich ja. Ja. Jetzt leider brummelt das fürchterlich gerade bei denen. Das Schöne ist nämlich, dass du jetzt deine Wünsche schon, ich habe nämlich bei jedem am Schluss drei Wünsche, aber du hast eigentlich deine Wünsche jetzt mir schon ohne zu fragen, hast du sie mir schon beantwortet, aber wegen Gesundheit ist es natürlich auch, treibst du Sport oder machst du? Ja, also was heißt Sport? Ich fahre, wann immer ich kann, mit dem Fahrrad. Ja. Also auch quer durch ganz München. Ja. Und, mit das, Helm? Nö. Nee. Und auch ohne Motor. Ja, ohne Motor, ja. Ja. Und ich schwimme so weit der Sommer es überhaupt zulässt. Also meistens fange ich im Mai an zu schwimmen und höre dann Ende Oktober auf. Hier. Und das jeden Tag? Naja, fast jeden Tag. Heute Morgen bin ich nicht geschwommen, weil ich wusste, dass ich unbedingt am Computer noch zwei Sachen und dann wäre es mir zu spät geworden. Und deswegen habe ich heute Morgen auf Schwimmen verzichtet. Aber ich werde heute Nachmittag, späten Nachmittag werde ich schwimmen gehen. Und wie lange schwimmst du dann? Immer eine Stunde? Oder? Ich bin insgesamt eine Stunde unterwegs. Ich radel hin eine Viertelstunde, ich schwimme eine halbe Stunde und radel zurück eine Viertelstunde. Damit ist eine Stunde weg. Aber ich habe schon manchmal auch Tage, da bin ich ganz schön ordentlich unterwegs. Mit Fahrrad und allem drum und dran. Und würdest du gern noch etwas Neues lernen oder Neues anfangen? Also ich ärgere mich natürlich, dass ich zwar 11 Jahre mit einem Italiener zusammen war, aber dass ich nicht wirklich perfekt Italienisch spreche. Auf der anderen Seite bin ich zu faul, um richtig in die Schule zu gehen und Italienisch zu lernen. Du hättest auch gar keine Zeit, schätze ich mal, oder? Ja, da müsste ich büffeln zu Hause noch und Vokabeln lernen und dafür bin ich zu faul. Ich bin auch diszipliniert, ich bin so ein praktischer Mensch. Ja. Wenn du mich fragst, was machst du lieber, dich hinsetzen, Vokabeln lernen und eine Sprache lernen oder in deinem Garten buddeln, sage ich im Garten buddeln. Ja, ich auch.
Und was ist dir in deinem Leben das Wichtigste? Kannst du das sagen? Kann man sowas sagen überhaupt? Das Wichtigste? Weiß ich jetzt nicht. Was antwortet man denn da? Schwer. Ja, ich weiß es. Herr meiner, Frau meiner Sinne zu sein. Mhm.